Hallo Leute, heute ein kleines Tutorial über ein Antivirenprogramm Avira. Vielleicht kennt ihr es, vielleicht aber auch nicht. Also, wie wir da hinkommen, wir gehen ins Internet, geben hier Avira. So, jetzt wird mir hier angezeigt 32-Bit Download, 64-Bit. Wenn ihr nicht wisst, wie viel Bit Betriebssystem ihr habt, geht ihr auf Start. Systemsteuerung, System und Sicherheit, System und schon steht da Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem. Okay, also muss ich den nehmen. Geh da hin und dann hier zum Download. Dann nochmal hier. Ja, dann hier und das drücke ich mal weg, weil ich hier mir den eben gerade schon vorher gedownloadet habe. Ich klicke jetzt mal hier bei Ausführen. Rest kann ich zumachen. Datei wird extrahiert. Ja. Jo. Jetzt kommt hier. Darf es zugreifen? Ja. Und eigentlich ist das Prinzip ganz simpel. Aber ich benutze Avira eigentlich gar nicht, weil es gibt da ein anderes gutes Programm. Ich werde darüber auch mal ein Video machen. Über Norton. Ja, hier weiter. Weil Norton, wenn ich was downloade, zeigt er mir an, sicher oder nicht sicher. Und Avira muss man manuell starten und so. Ist total scheiße. Also heißt es lieber Norton als Avira, würde ich sagen. Aber wenn man halt kostenlos alles haben will, dann würde ich empfehlen Avira. Na, jetzt. Ja, ich bestimme der blablabla Lizenz. Browserschutz, Avira. Nein. Weiter. Jetzt wird's, Datei werden kopiert. Blablabla. Ist eigentlich ganz simpel. Und ja. Und ja. So. Dann warten wir mal ganz kurz. Lalala. Ich würde mich aber auch freuen über ein Abo, ne? Und über einen Daumen hoch. Ihr könnt ja auf meinem Kanal mal nachschauen. Ich habe sogar noch andere Videos, nicht nur von sowas installieren und so. Und ja. Also ich bin nicht so der Quäker. Ich würde schon für manches würde ich quäken, aber wenn ihr dabei erwischt werdet, dann bitteschön. Dann hat man halt Pech gehabt. Deswegen würde ich empfehlen, kauft euch alles, nicht quäken und so. Okay, gut. Denn F, oh gut. Ja, brauche ich nicht, gut. Hier zum Beispiel, jetzt scannt er meins schon durch. Geht schnell. Und ja, Verblendezeit. Geht doch schnell. Und dann. Ja, zeigt ihr mir Fehler an und so. Okay. Hier, wie schnell die Zahlen. Also heißt es, wenn es schnell geht, dann ist euer PC noch ganz leer. Ich schau mal, wie viel ich hier eigentlich belegt habe. Ja, komm. Weil der arbeitet jetzt ziemlich viel. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Avira benutzt, dann, oh ja, geht ja. Und jetzt zum Beispiel hier 0. Geht schnell. Dann warte ich hier noch, weil ist auch nicht. Siehst du, so schnell. So, zeigt er mir an. Stopp oder so. Der hat, also eigentlich, würde ich mal sagen, er hat
erstmal alles gescannt und jetzt dauert das halt, bis er durchsucht, die Prozentsekte und so an und so. Das ist halt gut. Ja, lass ich immer durchlaufen und dann ist auch okay. Ich werde demnächst ein Video von Norton machen. Ja, ihr könnt mir auch Vorschläge machen, über was ich noch machen sollte, Videos. Und ja, könnt mich auch weiterempfehlen. Wäre sehr lieb von euch. Ja. Vielleicht schaue ich ja auch eure Videos mal an. Und dann, wenn man nämlich von anderen Leuten Videos anschaut, dann macht's Klick. Ja. Das ist doch ganz gutes Thema. Aber da gibt's noch andere Programme, die man auch vorstellen kann. Weil man will ja was anderes als die Konkurrenz machen. Ja. Zum Beispiel jetzt.